Noch immer stehen die geflüchteten Menschen aus der Ukraine täglich am Hauptbahnhof wie hier Schlange für Hygieneartikel. Und so war der öffentliche Appell der ehrenamtlichen Helfer und Helferin vor kurzem deutlich. Wir brauchen weiter Spenden. Es kommen immer noch täglich Tausende, 2.000 bis 3.000 Menschen im Schnitt an. Und wir brauchen immer noch Hygieneprodukte und Sachspenden, Geldspenden für diejenigen. Und seit wir die Aufrufe gemacht haben, hat es sich entspannt. Wir haben jetzt wieder mehr Spenden. Das ist aber natürlich davon abhängig, dass Leute kommen und die vorbeibringen. Sowohl zu uns als auch zur Spendenbrücke nach Tempelhof. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor mehr als 2 Monaten ist der Hauptbahnhof für viele geflüchtete Menschen mit der erste Anlaufpunkt in Deutschland geworden. Zehntausende sind hier angekommen. Ohne die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die sie mit Informationen und dem Notwendigsten versorgen, wäre das alles nicht zu stemmen gewesen. Viele Geflüchtete sind weitergereist, viele sind aber auch geblieben. Nach Angaben der Sozialsenatorin sind mehr als 60.000 Neuberliner in den letzten Wochen hinzugekommen und es werden noch weitere Personen hinzukommen. Viele Menschen aus der Ukraine haben auch ihre Haustiere mitgebracht. Auch dafür wurde von den Ehrenamtlern schnell diese provisorische Tierstation im Untergeschoss eingerichtet. Aber auch wenn die Regale gerade voll sind, auch sie brauchen täglich weiter Spenden, erzählt Mike, der die Station mit aufgebaut hat. Weil wir haben wahnsinnig viel Zulauf von ukrainischen Tierbesitzern, die hier wirklich mit ihrer Katze in einer Plastiktüte ankommen oder ein Wellensittich in einer Manteltasche. Wir hatten einen riesen Leguanweih, eine riesen Schildkröte und hunderte Hunde und hunderte Katzen. Und die sind meistens überhaupt nicht versorgt. Die sind auf dem Arm unter der Jacke und es sind teilweise katastrophale Zustände, wie die Tiere uns hier, wie wir die hier in Empfang nehmen, ja. In den vergangenen Wochen sind Energie- und Lebensmittelkosten rapide gestiegen, vieles ist teurer geworden. Die Inflationsrate hat mit 7,5% einen Rekordwert im europäischen Raum erreicht. Und so vermutet Judith Rauwald, dass viele Menschen sicher weiterspenden würden, sie können aber vielleicht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Bereitschaft nachgelassen hat. Ich glaube, für viele ist auch die Möglichkeit, kommt an ihre Grenzen. An ihre Grenzen könnte auch bald die Ausgabestelle der Tafel der evangelischen Kirchengemeinde in Starken kommen. Seit 17 Jahren können sich hier jeden Donnerstag ab 12 Uhr Menschen Lebensmittel abholen. Und so kommen jede Woche rund 160 berechtigte Personen für Obst, Gemüse und Brot vorbei. Salat brauchen wir noch einen kleinen. Darunter sind viele Rentner und Rentnerinnen, Menschen, die von Hartz IV leben, geflüchtete Personen aus Syrien und Afghanistan, mit dem Krieg nun auch Menschen aus der Ukraine. Und so machen sich auch hier die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen Sorgen über das Spendenaufkommen. Zu Beginn der Flüchtlingsbewegung, sage ich mal, war es schon spürbar weniger. Wir bekamen weniger von der Zentrale und wir haben auch in den Läden weniger bekommen. Allerdings muss ich sagen, dass sich das so ein bisschen eingependelt hat. Immer mehr Menschen mit einem geringen Einkommen machen die Preissteigerung zu schaffen. So hat erst am Wochenende der Bundesvorsitzende der Tafel erneut darauf hingewiesen, dass immer mehr Personen die Hilfe der Tafel in Anspruch nehmen, auf der anderen Seite die Spenden aber immer weniger werden. So könne die Tafel auch nicht alle Bedürftigen versorgen. Allein in Berlin hat die Tafel nach eigenen Angaben bisher 130.000 bedürftige Menschen im Monat unterstützt. In den letzten Wochen hätten sich die Kundenzahlen in allen Ausgabestellen aber erhöht und in einigen sogar verdoppelt. Und auch in Spandau kommen an diesem Tag mehr Hilfesuchende als eingeplant. Also heute wirklich so ein Pulk, wie wir in die letzten 4-5 Wochen nicht hatten. Richtig erklären kann ich es mir nicht. Auf alle Fälle hatten wir, glaube ich, jetzt bisher 12-15 Neuanmeldungen. Wobei ich da auch erstmal gucken musste, gehören die Menschen zu uns? Wir haben das ja eingeteilt. Wir haben hier bestimmte Postleitzahlen, in denen sie, die Bereiche gehören zu uns. Bisher sei noch niemand abgewiesen worden. Wenn aber immer mehr Menschen kostenlose Lebensmittel brauchen, entsprechende Spenden aber ausbleiben, wäre es möglich. Irgendwann haben wir da natürlich keine Ressourcen mehr, dem gerecht zu werden. Ich denke natürlich, wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann haben wir hier einen Aufnahmestopp. Ja. Beim Hilfeverein Arche in Marzahn-Hellersdorf ist die Situation hingegen schon mehr als angespannt. Sinnbild für den Rückgang der Spenden ist dieses Schaubild. Fast alle Lebensmittel, zwischen denen die Menschen hier sonst wählen können, gibt es nicht mehr. Mittlerweile ist es die Regel, dass 90% durchgestrichen sind. Das ist natürlich traurig, weil wir haben extra diese Bilder gemacht, weil wir nicht jeden Tag einen Dolmetscher da haben. Aber wir können dann immer nur das auffüllen, was wir gerade haben. Jetzt machen wir schon unser Lager selber leer, mit dem wir normalerweise immer kochen, in der Hoffnung, dass wir neue Ware morgen bekommen. Aber auch die Großhändler können nicht so schnell liefern, wie wir es brauchen.
In der Turnhalle, wo die Kinder normalerweise Handball, Hockey, Fußball spielen, sind jetzt ein Lager und eine Ausgabestelle. Mit dem Ausbruch des Krieges und den ankommenden Menschen aus der Ukraine wurde kurzerhand die Halle umfunktioniert. Wochentags von 9 bis 17 Uhr werden Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikel und vor allem Lebensmittel verteilt. Milch, Fisch, Nüsse, so aus der Region sehr beliebt und das zieht bei uns sehr, sehr schnell weg. Also, letzte Woche war keine Milch mehr da gewesen. Wir sind froh, dass wir wieder welche bekommen haben. Das war Mangelware schon am Mittwoch gewesen. Konkret betroffen von dieser Entwicklung sind auch Menschen wie Steffi, die eine Ausbildung in einem Pflegeberuf macht. Sie holt in der Arche oft Obst, Gemüse, Brot und Milch, gerade zum Ende des Monats, wenn sie merke, dass es schwierig wird mit dem Geld. Mit den steigenden Lebenshaltungskosten sei vieles für die vierköpfige Familie mittlerweile Luxus geworden. Ein Ausflug in den Tierpark sei gar nicht mehr möglich. Und eine Einmalzahlung, wie sie jetzt von der Bundesregierung beschlossen wurde, helfe ihr auch nicht wirklich weiter. Auf Dauer, wenn die Lebensmittelpreise weiter so steigen, ist das auch wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also es muss auf Dauer etwas geschehen, damit sich auch die Geringverdiener oder die Hartz-IV-Empfänger noch Lebensmittel leisten können. Auch frische Lebensmittel. Seit 26 Jahren engagiert sich die Arche nun schon gegen Kinderarmut. Täglich kommen rund 300 Kinder und Jugendliche her. Hinzu kommen jetzt pro Tag rund 300 weitere Personen aus der Ukraine, die Lebensmittel und andere notwendige Dinge abholen, sagt Bernd Sigelko. Wöchentlich hätten sie bis zu 1.500 Menschen, die zusätzlich zu den bisherigen Familien hier Hilfe suchen und das beim Rückgang der Spenden. Es hat gestern jemand eine Spende gemacht, über 2.000 Euro, hat Lebensmittel bestellt bei einem großen Lebensmittelkonzern. Die haben das gestern Mittag geliefert. Gestern Nachmittag war ich drüben gewesen in der Sporthalle und es war schon wieder alles weg. Und das ist natürlich ein erschreckendes Bild, weil man hangelt sich sozusagen von einem Tag zum anderen, hofft, dass wieder Spenden kommen. Also im Prinzip brauche ich den kleinen Mann oder im 10-Minuten-Takt, dass im 10-Minuten-Takt Privatpersonen hier vorbeikommen mit zwei Lebensmitteltüten und die abgeben. Oder ich brauche einen großen Sponsor, der mir jeden Tag 2.000 Euro gibt, damit ich die Lebensmittel kaufen kann, die ich nicht gespendet bekomme. In Deutschland hat die Arche 29 Einrichtungen und er habe in all den Jahren schon viel erlebt, aber die aktuelle Situation sei besonders herausfordernd. Bernd Sigelko mahnt eindringlich, Menschen, die wüssten, dass sie arm sind, wie er sagt, dürfen nicht vergessen werden. Wir haben es irgendwie immer geschafft und wir müssen auch durch diese Krise kommen. Aber solange der Krieg herrscht und solange immer noch Menschen auch aus anderen Ländern zu uns kommen und zusätzlich die Kinderarmut in Deutschland nicht bekämpft ist, werden wir eine Aufgabe haben, die ich als Fass ohne Boden bezeichnen möchte. Dass ohne all diese Ehrenamtler in der Stadt gerade nicht viel geht, weiß auch die neue Sozialsenatorin Katja Kipping. Und sie ist auch dankbar dafür, sagt sie. Der Senat wälze viele Probleme auch nicht allein auf die Helfer und Helferinnen ab, wie manche kritisieren. Das Engagement von diesen sozialen Initiativen ist total wichtig und großartig. Aber natürlich steht der Staat in der Pflicht, sicherzustellen, dass alle Zugang zu Sozialleistungen haben. Und das haben wir auch gemacht. Also von Anfang an haben Franziska Giffey und ich uns dafür eingesetzt, dass die Ukraine-Kriegsgeflüchteten Zugang zu Sozialleistungen nach Sozialgesetzbuch 2 haben. Und zwar von dem Moment an, wo sie dann auch hier in Berlin registriert sind. Und eine Zahl und was man an Geld investiert hat, drückt das natürlich nicht alleine aus. Aber um mal so einen Eindruck zu geben, was für ein Umfang da Berlin auch für die gesamte Bundesrepublik in Verantwortung geht. Wir haben allein an den beiden Stellen, zentraler Omnibusbahnhof und Hauptbahnhof, bisher 7 Millionen Euro als Land Berlin in die Hand genommen, um die Menschen entsprechend zu versorgen. Und wir wissen, dass wir hier monatliche Kosten von über 5 Millionen jeden Monat in die Hand nehmen, um einfach das zu übernehmen. Und was die generelle Hilfe für Menschen mit geringem Einkommen angeht, da sieht die ehemalige Parteivorsitzende der Linken ganz klar den Bund in der Verantwortung. Mit Blick auf die steigenden Energiekosten, mit Blick auf die steigenden Lebensmittelpreise, natürlich brauchen wir einen deutlich höheren Hartz-IV-Regelsatz. Das ist doch total klar, dass man mit den Sätzen, die jetzt berechnet worden sind, bei den steigenden Lebensmittelpreisen immer schwerer über die Runden kommt. Das ist in der Tat eine Aufgabe, die ansteht. Das liegt aber in der Bundeskompetenz. Für die Helfer und Helferinnen ist das erst einmal ein Sparatrost. Sie müssen weiterhin tagtäglich mit den Problemen klarkommen und sind eben auch darauf angewiesen, dass viele Menschen in Berlin auch sie weiterhin unterstützen. So hat Berlin Arrival Support mittlerweile auch eine Homepage eingerichtet mit einer ständig aktualisierten Liste mit Dingen, die gebraucht werden am Hauptbahnhof. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit oben bleibt. Also wenn da neue Themen in die Nachrichten kommen, dann wird vielleicht manchmal einfach vergessen, dass das hier mitten in Berlin immer noch passiert.